Hallo! Herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Video von uns. Heute gibt es nicht 10 Ideen, auch nicht 20, sondern 24 Ideen, was man alles in den Adventskalender reinpacken kann. Wir haben ja schon ein paar Ideen gezeigt, wie man einen Adventskalender basteln kann. Heute geht es um Erfüllung. Vielleicht fehlen euch noch ein paar Ideen und deswegen haben wir das Ganze so ein bisschen unterteilt in 4 Kategorien. Es gibt ja ganz verschiedene Leute, für die man einen Adventskalender bastelt. Vielleicht für die beste Freundin, für den Freund, für Mama und Papa. Oder für die kleinen Geschwister. Genau, für die kleinen Geschwister. Oder vielleicht seid ihr schon erwachsen und wollt für eure eigenen Kinder einen Adventskalender basteln. Genau. Und euch fehlen eben noch ein paar coole Anregungen, was man da alles so reinpacken kann. Und ja, wir haben uns Gedanken gemacht, Eva und ich. Und als erstes geht's um die beste Freundin. Genau. 6 beste Freundinnen-Ideen. Das Tolle bei einem Adventskalender für die beste Freundin ist natürlich, dass man einen Menschen beschenkt, wo man weiß, das macht sie glücklich, damit kann ich ihr eine Freude machen, das gefällt ihr auf jeden Fall. Und ich habe einfach mal ein paar schöne Kleinigkeiten rausgesucht, die, glaube ich, sehr, sehr viele glücklich machen. Und da fange ich mal an hier, sehr weihnachtlich, mit diesem kleinen Lipgloss-Rentier, der Rudolf. Ich packe ihn auch einmal aus mit Zimt-Lipgloss. Da brauche ich einmal die Schere für. Und damit habe ich, glaube ich, auch direkt schon das teuerste genommen, was ich eingekauft habe. Das ist nämlich hier ein kleiner Lipgloss für 2 Euro mit ein bisschen Glitzer dabei. Und riecht super schön nach Zimt. Sehr, sehr cool für die Weihnachtszeit. Also perfekt für den Adventskalender und natürlich auch fantastisch niedlich. Dann, wie könnte es anders sein, Washi-Tape. Allerdings nicht die weihnachtliche Variante, sondern einfach nur mega niedlich. Seht ihr hier mit kleinen Wölkchen, mit hübschen Wasserfarbenstreifen und mit Hello. Also eines der niedlichsten Washi-Tape-Packs, was ich seit langem gesehen habe. Hat 1 Euro gekostet und habe ich bei Teddy entdeckt. Es geht rosa weiter. Ein Klassiker des Adventskalenders, Süßigkeiten. Kann man natürlich auch so eine Packung kaufen, wie hier zum Beispiel Jogurette. Und da sind 10 Riegel drin. Immer so 2, 3 oder natürlich auch 1 oder die ganze Packung verteilen auf die Adventskalender. Und dann kann man damit, ja, außer wenn man sie natürlich auf einen Tag packt, direkt mehrere Tage bestücken. Und ja, da ist natürlich auch super viel Varianz möglich. Man kann super viele verschiedene Süßigkeiten reinpacken oder das Ganze natürlich direkt an die Person anpassen. Da wisst ihr bestimmt am besten, was eurer besten Freundin am besten schmeckt. Es geht auch niedlich weiter. Ich habe hier nämlich einen Notizblock entdeckt. Dieses Mal kein Einhorn, sondern ein richtig süßes Lama auf Mint. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz verschiedene und auch super viele verschiedene Styles und so. Aber so Schreibwaren für den Schreibtisch, für die Schule, für kleine Notizen sind natürlich auch mal perfekt geeignet für den Adventskalender. Dieser hier hat 1,25 Euro gekostet. 80 Blatt sind da drin. Mache ich auch einmal auf. Hier seht ihr das Ganze. Innen ist das Lama auch nicht ganz so dick aufgedruckt. Da hat man dann die Möglichkeit, wirklich schön was drauf zu schreiben. Und hier oben eben mit der Klebefläche das Ganze abzuziehen. Richtig, richtig niedlich. Das Lama kommt hier hinten mit dran. Perfekt angepasst an unseren Hintergrund. Und jetzt habe ich noch eine Sache in Mint und eine in Rosa. Ich mache mit Rosa weiter. Ich habe Muffinförmchen gekauft mit Sternchen, rosa Sternchen. Auch richtig niedlich für Weihnachten, finde ich. So ein Back-Utensilien-Adventskalender ist auch eine richtig coole Idee, wenn eure beste Freundin auf solche Sachen steht. Einfach verschiedene Muffinförmchen kaufen, verschiedene andere Back-Utensilien, kleine schöne Kleinigkeiten zum Dekorieren zum Beispiel für Weihnachten. Weihnachtskekse und dann könnt ihr das Ganze noch perfekt mit Rezepten kombinieren. Also zum Beispiel 12 Rezepte, 12 gekaufte Sachen und schon habt ihr einen super, super coolen, total individuellen Adventskalender. Und hier kommt noch ein Highlight. Ist vielleicht auch eine schöne Sache für den 24. Dezember. Das ist so eine kleine Kosmetiktasche, auch perfekt geeignet für Kosmetik-Adventskalender. Da kann man dann nämlich alles, was vielleicht vorher im Adventskalender darin war, vielleicht kleine Lippenpflege oder so, hier reinpacken. Und hat direkt eine schöne Aufbewahrung.
auch richtig niedlich. Also so kleine Täschchen, kleine Aufbewahrung, auch eine richtig schöne Idee zum Verschenken im Adventskalender. Ja, Mama und Papa haben früher immer den Adventskalender für uns gebastelt. Und oder jetzt gekauft. Ist es vielleicht mal so weit, einen Adventskalender für Mama und Papa zu machen. Aber was soll man da reintun? Genau. Und da haben wir ein paar schöne Ideen, was man in so einen erwachsenen Adventskalender reintun kann. Und vielleicht auch für Oma und Opa, ne? Kommen die 6 Ideen. Eigentlich war es ja immer so, dass man den Adventskalender von seinen Eltern bekommt, aber irgendwann ist man groß genug, um den Eltern einen Adventskalender zurückzugeben. Und da habe ich ein paar schöne Ideen. Zum Beispiel so eine Keksdose. Die können eigentlich Eltern immer gut gebrauchen. Und ich glaube, Mama und Papa, die mögen alle gerne Kekse. Das ist so eine niedliche kleine Keksdose. Und ja, rechteckig kann man ein paar Kekse reinlegen und die Dose dann an einem Türchen im Adventskalender verstecken. Die Dose habe ich von Action und die anderen Sachen, die ich euch jetzt so zeige, habe ich eigentlich auch alle bei Action gefunden. Da habe ich nämlich noch eine weitere schöne Idee. Eltern, die trinken ja oft gerne Tee oder Kaffee und das ist eine Panda-Bär-Tasse. Eine ganz normale, schlichte Tasse, sehr erwachsen, also einfach nur in schwarz-weiß und trotzdem super niedlich. Hier eine Animal Edition ist das oder Animal Friends heißt das. Und es gab auch noch verschiedene Tiere, aber ich dachte so, der Panda-Bär, das ist einfach niedlich und ich finde, das strahlt auch so ein bisschen Ruhe aus. Vielleicht noch, wenn man das ein bisschen erweitern möchte, kann man auch noch ein paar Teebeutel dazulegen oder vielleicht noch einen schönen losen Tee. Vielleicht auch an einem anderen Türchen, also dass das dann zusammengehört, Tee und Tasse oder vielleicht eine schöne Kaffeesorte und Tasse, kann man alles super gut in den Adventskalender für Mama und Papa reinpacken. Dann habe ich noch etwas für die Eltern und zwar Jungbrunnen steht da drauf, Badekristalle. Ich fand das mit Jungbrunnen ganz witzig. Jungbrunnen, damit man wieder jung wird und frisch. Also auch schön für die Winter- und Weihnachtszeit mit Granatapfel. Ein schöner Badezusatz, denke ich, ist auch für beide Eltern ganz gut geeignet, wenn die sich mal entspannen möchten. Dann habe ich noch etwas, das sieht zwar jetzt gerade auf den ersten Blick eher aus wie für ein Kleinkind, aber das können Eltern auch gut gebrauchen. Das ist eine Warm-Kalt-Kompresse. Gibt es auch oft so im 1-Euro-Laden oder in diesen 1-Euro-Ecken im Supermarkt. Diese halt wie so ein kleines Monster. Und ich finde besonders cool, die hat so kleine Kügelchen drin, sieht ein bisschen aus wie Orbis. Man kann das Ganze entweder im Gefrierschrank kühlen, dann ist das kalt. Wenn man zum Beispiel Schmerzen irgendwo hat, dann kann man sich die Schmerzen damit kühlen. Oder andererseits, manchmal, wenn man Schmerzen hat, braucht man ja auch Wärme. Man kann das Ganze auch erwärmen. Ich glaube, erwärmen kann man das Ganze in der Mikrowelle. Genau, in der Mikrowelle lässt sich das Ganze erwärmen und dann hat man eine schöne warme oder kalte Kompresse. Und mit so einem lustigen Monster finde ich das ganz besonders niedlich. Dann habe ich noch etwas, sowohl auch für Mama und Papa geeignet, eine lustige Bürste zum Saubermachen der Hände oder wenn man spült. Ist natürlich jetzt nicht sowas, was so toll ist, eine Bürste, aber ich finde mit so einem Endchen ist es richtig cool. Jeder muss sich ja ab und zu mal die Fingernägel richtig sauber machen, wenn man irgendwas im Garten gearbeitet hat oder wenn man ja irgendwas Dreckiges gemacht hat. Ihr werdet das bestimmt von euren Eltern kennen, dass sie die ab und zu wirklich sich die Hände schrubben und nicht wissen, wie sie die Hände sauber bekommen sollen. Und da hilft natürlich dieses süße Entchen. Sieht auch einfach super cool im Badezimmer aus. Deswegen dachte ich, Mama und Papa, ich glaube, denen wird dieses Entchen sehr, sehr gut gefallen. Und dann komme ich schon zur 6. Idee. Ist übrigens auch von Action. Das sind Massagebälle. Und das war direkt so ein Zweier-Set. Finde ich ganz praktisch. Ich hole die mal raus. Ist natürlich auch schön, wenn man vielleicht einen Adventskalender für Mama und Papa zusammen macht. Dann können die sich gegenseitig massieren. Oder diese Bälle, die kann man auch gut benutzen, um sich alleine zu massieren. Oder wenn man beide rausholt aus der Verpackung, kann man einen in den einen Adventskalender und einen in den anderen Adventskalender tun. Das sind diese Igelbälle, die man einfach irgendwo so drüber rollen kann und das ist dann wie eine Massage. Fühlt sich auch ganz schön hart an, aber am Rücken fühlt sich das sehr gemütlich oder sehr angenehm an. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt mit so einem Igelball. Finde ich auf jeden Fall für Eltern super gut geeignet, wenn die sowas noch nicht haben. Also, das waren die Elternideen. 6 kleine Anregungen, was man alles so in den Adventskalender reintun kann. Und ich hoffe, wenn euch da noch was fehlt, konnte euch das ein bisschen helfen.
Und weiter geht's familiär. Entweder für die kleineren Geschwister oder für die eigenen Kinder kommen jetzt 6 Ideen. Bei Adventskalendern für die jüngeren Geschwister gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt 6 coole Ideen, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Und es geht direkt los mit einem richtig coolen Einhorn-Highlight. Ich habe hier ein magisches Handtuch, kennt ihr bestimmt. Das sind diese Handtücher, die ganz eng zusammengepresst sind und die dann in Wasser gelegt werden, sich dann wieder ausbreiten und dann hat man ruckzuck ein super schönes Handtuch, das man dann natürlich trocknen lassen kann und dann natürlich benutzen. In diesem Fall super schön mit Regenbogenfarben und eben diesem super schönen Einhorn drauf. Also, die erste Idee gibt es natürlich auch mit vielen weiteren Motiven. Müsst ihr einfach mal in den Geschäften durchgucken. Gibt es meistens so in den 1-Euro-Shops auf jeden Fall super günstig. Dann sind natürlich auch immer Sticker super cool. Ich habe hier einfach mal eine Großpackung Weihnachtssticker gekauft. Da sind 400 Stück drin. Ich schneide die einmal kurz auf. Hier hinten könnt ihr schon mehr sehen. Hier könnt ihr auch den Preis sehen. 400 Stück haben da 1 Euro gekostet. Kann man dann natürlich auch an die verschiedenen Tage aufteilen. Hier geht es zum Beispiel los mit den Glitzerstickern. Hier ist nochmal Glitzer, kann man natürlich auch so kleine Stückchen von schneiden. Hier noch mehr coole Sticker. Also das sind schon mal 4 Bögen. 5 Bögen, hier auch mit Rudolf, dem Weihnachtsmann, Eisbären. 6, 7, 8 und 9 Bögen, wenn ich mich jetzt natürlich nicht verzählt habe. Super viele Sticker dabei. Kann man, glaube ich, sogar einen ganzen Adventskalender mit bestücken. Oder den Adventskalender auch noch ein bisschen dekorieren. Also richtig cool und auch auf jeden Fall super schön für den Adventskalender. Dann habe ich hier 4 Radiergummis, lassen sich natürlich auch super gut an 4 verschiedenen Tagen einpacken. Haben auch 1 Euro gekostet. Und da sind eben so verschiedene Tiere dabei. Beim ersten denke ich, es soll ein Elefant sein. Der Rüssel ist da ein bisschen kurz geraten. Wenn ihr da ein anderes Tier erkennt, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Dann haben wir hier ein Nashorn, ein Zebra und einen sehr freundlichen Löwen. Auch das mache ich einmal kurz auf. Das Besondere daran ist nämlich, dass die sich so bewegen. Also die Beinchen hier sind flexibel, kann sie verschieden hinstellen oder auch akrobatische Kunststückchen machen lassen, so wie den feinen Löwen hier. So sehen sie dann aus, der Löwe. Ja, ich bin mir doch ziemlich sicher, es ist einfach ein Elefant mit kurzem Rüssel. Das Zebra und hier ist auch das Nashorn. Dann habe ich noch eine selbstgemachte Idee. Ich glaube, ihr könnt es bestimmt schon erkennen. Das ist selbstgemachter Slime. Da habe ich hier einfach mal 2 Sorten zusammen in einen Ziplock-Beutel gepackt. Kann man hier oben aufmachen, so mit Druckverschluss. Schleim rausnehmen oder eben auch ein bisschen weiter runterdrücken. Schleimrezepte findet ihr natürlich hier auch bei uns auf dem Kanal. Oder ihr packt einfach gekauften Schleim einfach nochmal hübsch ein. Ich habe hier oben über den roten Streifen noch einfach noch ein bisschen Washi-Tape gemacht. Sieht gleich viel weihnachtlicher aus. Und ich glaube, die meisten kleinen Geschwister können sich auf jeden Fall für Schleim begeistern. Und wenn man so verschiedene einpackt, kann man das Ganze gleich noch richtig schön durchmischen und die schönen Effekte bestaunen. Dann kommt hier Rudolf als Keksausstecher. Ja, Kekse gehören natürlich immer zur Weihnachtszeit dazu und ich finde, Keksausstecher kann man auch nie genug haben. Kann man natürlich auch direkt ein paar mehr kaufen und auch genau wie die Einhörner, die Radiergummis und die Sticker auf mehrere Tage aufteilen und so nach und nach gibt es dann immer mehr Keksausstecher und immer mehr Gründe, wieder Kekse zu backen. Also diesen hier fand ich besonders niedlich.
der kleine Rudolf. Kann man dann die Nase auch schön rot machen, noch ein kleines Auge drauf mit Zuckerguss. Und direkt hat man super schöne Weihnachtskekse, die man dann natürlich auch wieder weiter verschenken kann. Und hier kommt auch schon die weihnachtliche sechste Idee, Stempel. Stempel sind natürlich auch immer super cool. Und ihr seht, ich habe hier direkt einen 9er-Pack erwischt für 2 Euro. Kann man auch schon wieder einen großen Teil des Adventskalenders mit bestücken. Super weihnachtlich. Mit denen kann man dann natürlich auch direkt gleich weiter basteln. Zum Beispiel Weihnachtskarten gestalten oder Geschenkanhänger oder natürlich auch Weihnachtsbilder selber machen. Also da gibt es super viele Möglichkeiten dann für die kleinen Geschwister. Hier zum Beispiel in grün. Ich glaube, ein Nistelspike. Oder eben auch die Weihnachtsmannmütze. Happy Holidays ist auch dabei. Also richtig coole Stempel. Oder man packt sie natürlich in eins rein und dann gibt es an einem Tag eben ein etwas größeres Geschenk. Ja, das waren meine 6 Ideen für die kleinen Geschwister. Und ich hoffe, die kleine Auswahl hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr auch einen Adventskalender für einen Jungen oder einen Mann basteln. Das ist auch manchmal nicht ganz einfach. Ich finde, für Mädels ist es immer noch ein bisschen einfacher. Da gibt es so Kosmetik viel Schnickschnack oder so. Und bei Männern wird es dann häufig irgendwie alles nur was zu essen. Aber wir haben uns ein paar coole Sachen ausgedacht, die man in einen Männer-Adventskalender für den Freund oder für den besten Freund reinpacken kann. Und hier kommen unsere 6 Ideen. Als nächstes kommen ein paar Ideen für den Männer-Adventskalender, vielleicht für den Freund. Und da starte ich mal mit diesem niedlichen Kissen, so ein kleines Auto mit einer Tanne oben drauf. Hier ist noch so ein großer Zettel dran, muss ich alles noch abschneiden. Das ist auf jeden Fall 20x20 cm groß und das ist ein kleines Kuschelkissen. Und vielleicht kann man da auch noch einen kleinen Gutschein, Zeit zum Kuscheln oder so mit dazulegen, ein kleines Kärtchen, einen kleinen Brief. Ich finde das auf jeden Fall süß. Es sieht einmal süß als Deko aus, aber es ist auch ganz weich und ja, praktisch. Kann man sich zum Beispiel sogar auch mal mit ins Auto nehmen und den Kopf daran anlehnen. Es ist einfach ein cooles kleines Kissen und ich glaube, das wird auch jedem Freund gut gefallen. Dann kommt ein bisschen was zum Essen. Ich habe mir gedacht, ich esse ja total gerne Müsli und verschenke auch immer eigentlich ganz gerne Müsli. Ich habe das auch schon selber ab und zu in den Adventskalender mit reingepackt. Deswegen habe ich mich in der Müsli-Abteilung umgesehen und da habe ich doch tatsächlich Kickstart Man entdeckt. Also das ist wirklich ein Müsli für Männer. Deswegen habe ich das jetzt genommen. Aber man kann natürlich auch jedes andere Müsli, wenn ihr wisst, euer Freund mag irgendein Müsli besonders gerne, kann man das schön mit reinpacken. Es gibt ja auch mal diese kleinen Packungen oder eben sowas wie hier, wie dieses hier. Das ist dann immer schön so eine kleine Portion. Und wenn man das dann morgens zum Beispiel frühstückt, dann kann man so dran denken, ach, das hatte ich bei mir am Adventskalender. Finde ich, ist auch eine richtig süße Idee. Dann habe ich noch was für die sportlichen Freunde. Und zwar so ein Mikrofaserhandtuch. Lässt sich so ganz klein zusammenrollen in so einem Täschchen. Kann man sehr, sehr gut mit zum Sport nehmen. Für alle Sportbegeisterten ist das sehr gut geeignet. Ich hole es mal raus. Gab es in verschiedenen Farben. Gibt es auch bei Decathlon, habe ich das schon häufiger gesehen. Eben so ganz kleine Handtücher zum Mitnehmen. War auch super günstig. Und ja, das kann man dann hier rausholen. Und fühlt sich ganz flauschig an. Kann man sich sehr gut mit abtrocknen. Ich benutze selber auch manchmal sowas. Und das Praktische daran ist eben, dass es leicht ist und schön mitzunehmen ist. Ich glaube, das ist auch für alle sportlichen Männer, die vielleicht dann irgendwie nach dem Sport unterwegs duschen wollen, im Fitnessstudio oder beim Schwimmen oder so, ist das auf jeden Fall gut geeignet, so ein kleines Handtuch hier. Dann habe ich noch was ganz anderes und zwar habe ich ein Steak- und Grillgewürz. Ja, viele kochen ja auch gerne oder grillen gerne und so ein Gewürz, das finde ich ist auch immer eine schöne Idee, das mit in den Adventskalender reinzupacken. Gibt es auch günstig eben, es ist eine ganz gute Preisklasse, finde ich, und so ein paar unterschiedliche Gewürze, vielleicht ein paar spezielle Gewürze, die man sonst sich vielleicht gar nicht selber kaufen würde, zum Beispiel hier Steak- und Grill, Gewürzsalz oder Pommes-Gewürzsalz oder... Es gibt so viele verschiedene Gewürze, wenn man da vorm Gewürzregal steht, da wird eigentlich für jeden so das spezielle Gewürz dabei sein und man sagt, ach, der isst doch so gerne Kartoffelspalten und dann gibt es ein Gewürz extra, Pommes, Gewürzsalz oder sogar Bratkartoffelgewürzsalz, so viele interessante Sachen und ja, das kann man eben ganz speziell dann
für die Person auswählen. Und ich dachte, das passt ganz gut, Steak und Grill. Ja, praktisch und klein und ist auch auf jeden Fall, das ist auch mal was, was man dann auch benutzt. Also es gibt ja auch oft so Sachen, die man im Adventskalender hat, das ist einfach kleine Deko oder so, aber das ist was, was man dann auch wirklich in der Küche benutzen kann. Dann habe ich noch etwas super Praktisches entdeckt. Habe ich auch von Action, aber habe ich auch schon in anderen Geschäften gesehen. Das ist ein Mini-Rucksack und der ist 30x16x42 cm groß. Kann man sich mit in die Tasche packen und wenn man dann doch irgendwie ein bisschen mehr tragen muss, kann man den rausholen und ausklappen. Oh, der ist wirklich ziemlich groß, merke ich gerade. Ich konnte das noch nicht so richtig einschätzen. Ist richtig, also ich würde sagen, eine normale Rucksackgröße. Und hier an der Seite sogar auch noch für die Trinkflasche. Es gibt sogar hier noch irgendwo so ein, ja, so ein kleines Vorderfach. Das ist jetzt der gleiche Reißverschluss, wo eben der komplette Rucksack drin war. Das kann man dann hier noch als Vorderfach benutzen. An der anderen Seite ist auch hier so eine Tasche und auch hier leuchtet das. Ein Reflektor. Und ich schaue mal in den Rucksack von innen. Ja, ziemlich viel Platz. Und hier oben noch so eine kleine Tasche, wo man dann sogar nochmal irgendwie Schlüssel oder so separat reintun kann. Ja, ich bin begeistert. Ich wusste ja selber noch nicht. Ich hatte den im Laden noch nicht ausgepackt. Ich dachte einfach nur, es ist eine gute Idee. Das ist was, was eigentlich jeder gebrauchen kann. Was man gut mit in die Tasche reinpacken kann. Um, falls man dann doch irgendwie mal ein bisschen mehr zu tragen hat, um das rauszuholen. Und ich finde, der sieht echt toll aus. Ja, eigentlich für alle Männer gut geeignet, so ein Rucksack. Weil, falls man mal, ja, vielleicht spontan den gebrauchen kann. Oder ich dachte, wo wir eben schon beim Sport waren. Vielleicht hat man dann so nach dem Sport so ein paar nasse Klamotten oder so und will die nicht zurück in die Tasche reintun, dann holt man sich einfach so einen zusätzlichen kleinen Rucksack raus und packt dann da die Wäsche rein und trägt den dann so separat. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und jetzt komme ich auch schon zur sechsten Adventskalender-Idee für Freunde. Da habe ich so ein kleines Tütchen Studentenfutter, Naschen und Süßigkeiten und Schokolade kann man eigentlich alles immer super gut in den Adventskalender mit reinpacken, aber ich finde so ein Studentenfutter ist halt auch was Praktisches, was man sich dann so mitnehmen kann. Ist auch ganz gesund, finde ich. Ballaststoffquelle, gibt immer Energie. Und das ist eben auch so eine Idee, an die man nochmal denken kann, nicht nur Schokolade oder so reinzupacken oder Kekse, sondern vielleicht mal sowas anderes, ein paar Nüsse oder so. Ja, das waren die Adventskalender-Ideen für Männer. Vielleicht konnte ich euch damit auch noch ein paar Anregungen geben für euren Adventskalender, für euren Freund. Oder ihr konntet euch daraus irgendwie was ableiten. Und vielleicht mag der kein Müsli, sondern isst morgens immer total gerne eine bestimmte Brotsorte. Da kann man sowas natürlich da auch mit reinpacken. Oder vielleicht eine Brotbackmischung und dazu das Angebot, komm, wir backen das zusammen. Oder, ja, wie ich schon gesagt habe, bei Gewürzen. Es gibt auch schöne Öle, Essig und Öl, was man alles zum Kochen gebrauchen kann. Sowas kann man auch alles super schön mit reinpacken. Ja, das waren unsere 24 Ideen für ganz unterschiedliche liebe Menschen. Mhm. Und hoffentlich waren für euch ein paar Anregungen dabei. Vielleicht konntet ihr euch ein bisschen was abwandeln, was ihr dann eurem Freund oder eurer besten Freundin, euren Kids oder eurem Papa oder eurer Mama schenken möchtet. Also, wenn ihr noch weitere coole Ideen habt, vielleicht weitere 24 Ideen, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und so können wir alle gemeinsam coole Ideen sammeln, die uns dann allen helfen, die Adventskalender schön zu bestücken. Und wenn ihr natürlich auf der Suche noch seid, wie ihr Adventskalender basteln könnt, schaut auf jeden Fall bei uns auf dem Kanal vorbei. Da findet ihr super viele Ideen. Ganz genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, gerne unseren Kanal abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.